So, und dann läuft die Aufnahme. Hoffentlich jetzt. Wieder mal habe ich vergessen, Aufnahme zu drücken. Thomas, du wirst von Folge zu Folge heldenhafter. So, ihr Lieben. Ab und Verkauf verschiedenster Waren. Die beste Auswahl in ganz Windhelm. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Dass man hier bei euch die besten Sachen kriegt. Das kriegt man irgendwie bei jedem. Wir haben... So. Ich begrüße Rimon im Livestream. Und hatte gerade zum... In Windhelm zu arbeiten ist großartig. Gerade zu meinem Jingle so ist er gerade reingekommen und seine Boxen waren voll aufgedreht. Guten Morgen! So. Ja, ich habe aber allerdings vergessen, Aufnahme zu drücken, von daher, wir spielen es jetzt aber nicht nochmal ein. Ich bin heute ein bisschen faul, ich bin heute ein bisschen im Sonntagsmodus, ein bisschen faul, deswegen machen wir heute keine Folgenschmiede, sondern wir ziehen einmal richtig schön durch. So, ich beobachte nun mal vorsichtshalber immer nochmal die Frames, die springen ab und zu mal ein bisschen hin und her. Ich hoffe, dass ich das im Laufe der nächsten Minuten, sich ein bisschen beruhigt. So, wir haben, wir fangen jetzt einfach mal an. So, habe ich jetzt mal so beschlossen. Und wir versuchen jetzt mal, die Quest mit Violas Goldring zu lösen. Und wir bringen den Spiegel, das Buch der Spiegel, zu Aldis. So. Da würde ich mal sagen, wo fangen wir an? Weiß ich gar nicht. Wo wir anfangen. Fangen einfach mal an. So. So. Manchmal denke ich, vielleicht bin ich ja dieses Drachenblut. Und ich weiß es. Ich glaube nicht. Violas Haus. Die Frage, die sich mir da stellt, ist: Haben wir nur einen Versuch oder was? Oder kommt die auch mal nach Hause? Oder wie ist das? Ich weiß es nicht. Ich probiere es jetzt einfach mal. So, wir speichern das Ganze. Ich bin noch heute noch nicht ganz da. Irgendwie müsst ihr mir verzeihen. So, wir versuchen jetzt einfach mal unser Glück. Wir haben zwar nur noch 3 Dietriche, aber das kriegen wir hin. Pass auf. Nein! Was war denn das? Ups. Na, das hat ja super geklappt. Die Flöte. So, dann packen wir jetzt hier den Ring mit rein, ne? So, Bekleidung, Violas Goldring. R, ablegen. So. Und dann verkrümeln wir uns. Und hoffen, dass uns die Wache jetzt nicht erwischt. Superpe. Das hat ja wunderbar funktioniert. Da bin ich sehr froh drum. So. Ihr Lieben. Rimon, ich hoffe, dass du jetzt nicht taub geworden bist und dich nicht allzu sehr erschrocken hast. Gib ein Lebenszeichen von dir. So, ich sehe gerade, warte mal, die Cam, die ist irgendwie ein bisschen, könnte ein bisschen höher gehen, ne? So, ist ein bisschen besser. So, jetzt muss ich hier jemandem was berichten. Mein Vater sagt, wir müssten einfach unser Leben weiterleben. Als wäre das so einfach. Ich habe meine Familie schon vor Jahren verloren. So. Dich? Ehrlich gesagt weiß ich gar mit nicht. Mit dir haben wir schon gesprochen, ne? Okay, hier kommen wir zum Palast. Nur zur Hälfte. Rimon, es tut mir leid. Ich habe auch extra laut gemacht. Ja, weil die Musik noch so ein bisschen lauter eingestellt war. Von daher, ich hatte es selber nicht in der Hand. Es war wirklich ein bisschen lauter als sonst. Es tut mir leid, Junge, es tut mir leid. Das nächste Mal spiele ich ihn ganz, ganz vorsichtig und leise ein. Seht euch nur gründlich um. Ich bin sicher, ihr findet, wonach ihr sucht. Und wenn nicht, gebt mir einfach Bescheid. Yay. Ich habe noch einiges im Lager. Ja. Habt ihr euch um das kleine Problem gekümmert? Ja. Gesundheit.
Show must go on. Ich habe Violas Ring in ihrem Haus platziert. Danke, danke. Möge Azuras Prophezeiung euch auf ewig Glück bringen. Hier, das ist alles, was ich mit meinem letzten Transport verdient habe. Er gehört euch. Wer? Ach so, die Beute, der Beute, der Beute. Der Beute gehört mir. Schaut mal wieder vorbei. Ja, ich komme vielleicht irgendwann mal wieder, obwohl. Schön, euch zu sehen. Endlich mal jemand, der nützlich ist. Weil wir gerade hier sind, möchte ich meine Redekunst verbessern? Nun, vielleicht. Dann seid ihr am rechten Ort. Das würde ich doch hoffen. So, pass mal auf. Trainiere ich? Ich trainiere das nicht, da gebe ich jetzt kein Gold aus. Meine Waren sind alle... Für manche ist es Ramsch, für mich sind es Schätze. Es sind Schätze für ihn. Ich guck mal, was er so für Schätze hat. Ein Apfelkuchen beispielsweise. Zutaten, Bücher, sonstiges. Okay. Waffen. Gibt es natürlich nichts Spannendes dabei. So. Klamotten. Hat er auch nichts dabei. Wunderbar. Da können wir ihnen ja ein paar Sachen verkaufen. Ich habe Probleme mit der Betonung. So. Drachenknuppen. Knochen und Drachenschuppen. So, alles raus damit. Das brauchen wir vorerst mal nicht. Korundumbarren. Ja, ich könnte ja eigentlich jetzt sammeln, ne? Die Barren, aber so Schmiedehandwerk will ich ja jetzt ehrlich gesagt mal gar nicht machen. Ich guck mal, ich behalte es mal noch. Aber irgendwann. Vielleicht lege ich sie einfach in irgendeinem Haus ab oder so. Ach. Siehst du mal, der Riemann, der klärt mich gerade auf, ne? Ich habe in der letzten Folgenschmiede gesagt, dass du deine Redekunst trainieren solltest. Ich wollte? Dann machen wir das doch. Dann machen wir das gleich. So, mächtiger Seelenstein, der Rubin. Das verkloppen wir, da müssen wir ein bisschen Kohle machen hier. So, schwarzer Seelenstein, Säbelzahntiger Pelz. So, die winzigen, die sind nicht so unbedingt... Das können wir verkaufen. Wunderbar. So, Bücher. Da. Okay, da gucken wir mal. Bei den Zutaten, da werden wir mal ein bisschen Alchemie mal ausprobieren. Bei Gelegenheit. So, Bekleidung. Was haben wir denn da? Akulett. Ich bin heute irgendwie Amulett von Akatosh. So rum. Mit dem Schuh draus. So, den Eisenhelm können wir verkloppen. Habe ich noch 26, den ich aus dem Kreuz leiern kann. Silberring. Ja, komm, passt schon. So, dann werden wir mal unsere Redekunst... Nun, dann seid ihr am rechten Ort. Danke an Riemann, der mich daran erinnert hat, dass ich das doch machen wollte. Komm, 3 Stufen ist okay, oder? Für den Anfang ist es okay. Also gut. Ja, komm. Ist okay. 3 Stufen. Immerhin. Ich gehöre zur Besatzung der Nordwind. Wir ankern gerade Ich bin ein bisschen unschlüssig gerade. Ach genau, den Aldis müssen wir noch machen und dann werden wir mal noch eine neue Quest starten. Ihr merkt, ne, ich bin heute noch nicht so ganz da. Ich weiß auch nicht, was es ist, aber irgendwie so die letzte Woche, die hängt mir noch so ein bisschen im Nacken. Die Auge von Talos war früher ein prächtiges Schiff. Jetzt liegt sie als Wrack vor einer Insel nördlich von hier. Die Woche war ein bisschen... Ach so, die Auge ist ein Schiff. Wrack der... Wo liegt die denn? Das ist die Torheit. Wrack der Weltfahrer. Okay. Holde Kraken. Dann liegt die wahrscheinlich hier irgendwo. Vielleicht liegt er irgendwo ein... Ach, hier, guck mal. Wrack der Winterkrieg. Das könnte es vielleicht sein, ne? Gucken wir mal. Schauen wir mal. Wir müssen auf alle Fälle jetzt erstmal nochmal schnell zum Palast. Wo ist er denn hin? Ist das der Palast? Nee. Ich wollte zum Palast, weil wir da noch ein Buch abgeben müssen. Und zwar glaube ich, dass wir das machen wollten bei einem... Jetzt bin ich ein bisschen überfragt gerade, warte mal.
Ach doch. Tatsache. Wir bringen jetzt noch schnell das Buch zurück. Und dann werden wir uns eine neue Route abstecken. Und werden auf diesem Weg ein paar Quests lösen. Denn wir wollen ja irgendwann mal auch fertig werden, weißt du? So Häkchen dran, weißt du? Nein. Alles mit der Ruhe natürlich, aber wir wollen natürlich ein bisschen was erleben. Habt ihr schon gehört? Auf dem Berg Antor im Nordwesten soll ein Drache schlafen. Ein Wahnsinn. So, das Buch haben wir entdeckt. Ich hoffe doch, dass ihr keinen Ärger macht, Stammesbruder. Ruhe. So, ein Buch haben wir. Immer schön den Himmel im Auge behalten, Reisender. Buch. So, ein Buch haben wir. Genau, so, dann werden wir ein paar Quests gleich lösen. Denn ich weiß, das Spiel Skyrim ist sehr langwierig. Und ich möchte selbstverständlicherweise auch alle Quests lösen. Wir haben aber in der ersten Staffel haben wir ein bisschen gebummelt. Und da haben wir versucht, die Spielwelt mehr im Vordergrund zu halten. Also ein bisschen mehr diese Spielwelt zu erkunden und einfach mal drauf loszulaufen. Und haben... Und haben entsprechend die Questreihen ein bisschen vernachlässigt. Und das versuche ich natürlich jetzt ein bisschen aufzuholen. So. Wo muss man denn hin? Ach, hier oben hin. Ach, nach Einsamkeit sogar. Oh, das ist aber lang. Das ist aber ein weiter Weg. Da könnte man doch jetzt rein theoretisch. Festung Rackstadt, Wolfsschädelhöhle. Könnte man doch. Obwohl. Nee, komm, lass uns mal einfach mal so nach Einsamkeit reisen. Das ist okay. Das können wir machen. So, ihr Lieben, jetzt sind wir in Einsamkeit. Wir waren langsam, lange nicht mehr hier. Und wir sollten vielleicht auch langsam mal anfangen, auch hier den Jarl oder die Jarlin, ich weiß gar nicht. Ich glaube, es war eine Königin hier in Einsamkeit. Mal ein bisschen zu bezirzen, damit wir auch hier das Haus bekommen. Steckt voller Ablenkung. Und dann können wir nämlich gerne etwas richtet euer Augenmerk auf eure Ziele. Ja. Ich warte. Ich habe das Buch gefunden, das ihr haben wolltet. Gut. Ich werde versuchen, ein paar Kopien für die Männer anfertigen zu lassen. Hier für eure Mühen. Die Armee dankt euch. Gehst am besten in den Copyshop unten an der Hauptstraße. Schließt meine Männer in eure Gebete ein. So. Genau. Was wollte ich sagen? Genau, damit wir hier in Einsamkeit das Haus beziehen können. Schloss Elend. Da gucke ich mal, ob die gute Frau irgendwie Bock hat, ein bisschen... Aber wenn wir gerade dabei sind, irgendwelche Quests zu lösen. Oh, mal Kerker. Im Kerker werden wir wahrscheinlich die Königin nicht finden. Huch, huch. Frau Königin. Hier ist sie nicht. Ne, wo müssen wir denn hin? Blauer Palast, glaube ich, ne? Ich glaube, bin ich hier völlig falsch. Ich frage mich, wie sich diese Talmor nach ihren Verlusten jetzt fühlen. Das kann ich dir ehrlich gesagt auch nicht sagen. Glaubt bloß nicht, dass ihr mit mir feilschen könnt, wie mit den verdammten Ladenbesitzern. Diese Wachen, ne? Egal wo du landest, immer steht eine Wache vor dir und sagt dir irgendwas. Und fährt er direkt in die Parade. Oh, hallo. Seid ihr mein ritterlicher Held? Seid ihr gekommen, um mich in ein Leben voller Abenteuer und Romantik zu entführen? Nein. Frau Königin. Beeilt euch. Ich habe wenig Geduld für banale Belange.
Wenn ihr in geschäftlichen Angelegenheiten hier seid, wendet euch bitte an Falk Feuerbart, meinen Vogt. Deinen Vogt? Ich kenne wohl Falk Feuerbart. Habt ihr am Hofe etwas Geschäftliches zu erledigen? Okay. Ihr könnt jederzeit zurückkommen, wenn ihr Fragen habt. Der blaue Palast ist ein offenes. Tane Breeling, zu euren Diensten. Ja, okay. Ich frage mich gerade, ob wir vielleicht nicht sogar schon die ganzen Quests irgendwie haben. Es ist so aufregend, wenn neue Leute in die Stadt kommen. Ich wette, ihr habt. Lass mich doch mal in Ruhe, ey. So. Okay, pass mal auf. Wir gucken jetzt einfach mal in die Questliste und wir machen jetzt einfach mal irgendwas. So, sprich mit dem Erzmagier. Da müssen wir in die Akademie. So, der schwarze Stern, sprich mit Nelaka. Das weiße Fläschchen. Die verbotene Legende. Okay, dann machen wir die zu Ende. Die haben wir nämlich angefangen. Finde die Bruchstücke des Amuletts von Galdur in Girmunds Halle. Klingt doch spannend, Freunde. Das klingt doch spannend. Überbringen das Buch? Ach so. Ja, dann überbringen wir noch das Buch. Dann haben wir zumindest die nächste Quest abgeschlossen. Und dann machen wir die Legende von Galdur fertig. Das wird spannend. Ich bin gespannt, wie weit wir heute kommen. Die Göttlichen sind euch hold, mein Freund. Ich denke über viele wichtige Dinge nach. Eure Angelegenheiten gehören nicht dazu. Seid ihr wirklich sicher, dass wir uns unterhalten müssen? Ja, ich bin mir sicher, dass wir uns nicht unterhalten müssen, weil dich kann ich absolut nicht leiden, mein Freund. So, hier ist niemand. Okay. Da kann ich aber rein, theoretisch. In die Gemächer des Erzmagiers. So, mir nichts, dir nichts. So. Ach so, genau. Hier wohnt der Erzmagier höchstpersönlich. Hier ist ein Tisch. Ein Alchemietisch. Huch. Horkerfleisch, das ist nicht mal ein Steak. Obwohl, nein, Clown ist doof. Clown ist scheiße. So, Arcana Verzauberer. Den müssen wir uns auch nochmal. Huch, da ist er doch. Der Gute. Was? Es ist kein Geheimnis, dass der Ruf der Akademie in Himmelsrand befleckt ist. Habt ihr jemals den Psijik-Orden getroffen? Persönlich nicht. Einer aus ihrer Gruppe beriet den Erzmagier, als ich noch in der Ausbildung war. Aber das war vor vielen Jahren, bevor alle Mitglieder des Ordens zurück zur Insel Artaeum berufen wurden und er komplett verschwand. Okay. Ich muss mit euch über Sartal sprechen. Bitte sagt mir nicht, dass noch ein Schüler verbrannt ist. Ich muss mich gerade schon um genügend Dinge kümmern. Zwei. Nein. Wir haben etwas in Sartal gefunden und Teufdir meint, es könnte wichtig sein. Wir haben so eine Art Kugel gefunden. Teufdir wollte sie sich ansehen. Ich spreche mal von einer Kugel. Da wird er vielleicht stutzig. Ich verstehe. Ich hoffe, es gibt von Teufdir noch eine genauere Erläuterung. Danke, dass ihr mich darauf aufmerksam gemacht habt. Teufdir kümmert sich normalerweise um eure kleine Gruppe, oder? Da er anscheinend beschäftigt ist und ich diese Entdeckung mit eigenen Augen sehen muss, solltet ihr vielleicht damit beginnen, dieses Thema zu untersuchen. Sprecht mit Urak im Arcanaeum. Vielleicht kennt er etwas, das zu eurer Entdeckung passt. Und? Gute Arbeit. Wenn ihr das nächste Mal Nordruinen erforscht, könnte euch das hier womöglich helfen. Habt ihr das gehört? Als ob da irgendwie so ein Teil des Textes irgendwie neu eingesprochen wurde.
Wenn ihr mich nun entschuldigen würdet... Verrückte Welt. Echt. Ja, ich entschuldige euch. Entschuldigung. So, hier gibt's... Was gibt's hier? Warte mal. Stehlen. Schimmerpilze. Kriechranke. Todesglockenblume. Hier kann man sich echt gut bedienen, Freunde. Halle der Elemente. Halle der Elemente. Da seid ihr ja. Oh. Ich habe euch schon gesucht. Hallo. Ich wollte euch nur wissen lassen, dass Ancrano nach euch gefragt hat. Ich glaube, er sucht nach euch. Nach mir? Warum sollte Ancrano nach mir suchen? Ich bin nicht sicher, nur... Nun passt auf, was ihr zu ihm sagt, ja? Gibt es ein Problem? Nein, nein. Nun, ich glaube jedenfalls nicht. Ganz unter uns, es gibt Gerüchte über ihn, dass seine Beraterfunktion nur ein Schwindel, ein Vorwand ist. Mhm. Dass er in Wirklichkeit für die Talmor spioniert und versucht, ihnen Informationen zu liefern. Ob das stimmt, kann ich nicht sagen. Aber es kann nie schaden, etwas misstrauisch zu sein, nicht wahr? Intrigen! Yay. Danke für die Warnung. Gern geschehen. Danke. So, Zerstörungszauber und Zerstörungszauber, Zerstörungsmagie will ich natürlich nicht lernen, weil wir sind nämlich Beschwörer. Und ich, schwöre auf, Mirabelle leistet wohl gute Arbeit als Hochmagier. Herbeibeschworene Kreaturen und beschworene Waffen, mit denen wir bisher relativ gut, was heißt relativ gut, eigentlich wirklich sehr gut vorangekommen sind. Aber wo müssen wir denn jetzt hin? Wir müssen jetzt zu Urak. Wo wohnt der denn? Der muss doch eigentlich hier oben irgendwo wohnen, ne? Der war doch hier beim Erzmagier mit irgendwo. Mann, findest du nichts wieder, Junge? Das Arcanaeum. 1, 2, 3. Arcana. Freunde. Arcanaeum. So rum. Jetzt haben wir's. So. Hallo, Herr Ork. Ich will euch nicht dabei erwischen, wie ihr mit einem dieser Bücher sorglos umgeht. Ist das klar? Ja. Ja. Hier ist das Buch, das ihr gesucht habt. Ihr scheint noch in einem Stück zu sein. Und noch viel wichtiger, das Buch ist es auch. Danke. Sehr gut. Was habt ihr zu verkaufen? Machen wir gleich. Ich muss etwas über eine Sache in Erfahrung bringen, die wir in Sartal herausgefunden haben. Ich weiß, was ihr wollt. Neuigkeiten verbreiten sich hier schnell. Habt wohl ein großes Rätsel entdeckt, was? Ja. Nun, ihr müsst nicht mal fragen. Nein, ich habe nichts für euch. Nicht mehr, jedenfalls. Schade. Ihr habt nichts, was helfen kann? Ich sagte, nicht mehr. Orton stahl einige Bücher, als er zur Festung Dämmerlicht ging, um sich diesen Beschwörern anzuschließen. Es war eine Art Friedensangebot. Mhm. Ich glaube, einer dieser Bände enthielt relevante Informationen. Wenn ihr sie braucht, werdet ihr mit Orton reden müssen. Alles klar. Gibt es... Akademieangelegenheit, bei denen ich helfen kann? Es gibt noch mehr Bücher, die gerettet und im Arcaneum untergebracht werden müssen. Ja, ich bin bereit für ein paar Abenteuer. Dann also los, gut. Freunde. Ich habe euch den Namen des letzten Ortes aufgeschrieben. Lasst euch nicht umbringen. Ich doch nicht, Freunde. Mann. So, kümmert es denn niemanden, dass Orton Dinge aus der Akademie gestohlen hat? Nicht genug, um etwas dagegen zu tun. Erzmagier Aren vertraut darauf, dass derartige Dinge sich von selbst bereinigen. Mir scheint jedoch, dass ihr euch nun um das Bereinigen kümmert. Viel Glück.
So, wer ist dieser Orton? Er war ein Lehrling hier an der Akademie. Nicht besonders geschickt, aber er schloss sich einer Gruppe Magier an, die Gefallen an ihm fanden. Als sie gingen, folgte er ihnen. Er stahl einige Vorräte und Bücher der Akademie, vermutlich um sich einzuschmeicheln. Warum sind diese Zauberer in Festung Dämmerlicht? Nennen wir es einfach eine Meinungsverschiedenheit mit der Akademie. Sie interessierten sich für Forschung, die die Grenzen dessen überschritt, was an der Akademie erlaubt ist. Also wurden sie gebeten zu gehen. Sie wurden gebeten. Zu gehen. So, der Riemann schreibt jetzt gerade hier in dem Chat, hast du die Quest mit Meridas Stern? Ist ein Stern, den man in Höhlen finden kann. Schon gemacht? Ja, habe ich schon. Und zwar ist das die Folge aus der zweiten Staffel. Die Folge heißt Ein Stern, der deinen Namen trägt. Und wir haben die Quest schon gemacht, glaube ich. Oder gibt es da mehrere? Also wir haben mit der Statue gesprochen, wir sind da irgendwie durch die Lüfte geflogen. Ansonsten, wenn es da noch mehrere gibt, dann machen wir die natürlich irgendwann. Irgendwie in irgendeiner Form. Jetzt machen wir gerade die verbotene Legende und versuchen das Amulett von Galdur wieder zusammenzufummeln. So, jetzt guck ich mal gerade. Ihr da! Ich habe ein paar Fragen an euch. Ihr wart doch in Saartal, nicht wahr? Ja. Ich habe gehört, dass dort etwas gefunden worden ist. Vielleicht. Das ist mir durchaus bewusst. Bitte, beleidigt nicht meine Intelligenz. Tolfdir ist also immer noch dort? Bei seiner Rückkehr erwarte ich einen vollständigen Bericht von ihm. Woher wisst ihr davon? Was geht euch das an? In Saartal wurde etwas gefunden, das wichtig genug ist, dass Tolfdir ein neues Mitglied der Akademie allein losgeschickt hat, um es zu melden. Wenn das nicht etwas ist, das jeden etwas angehen sollte, besonders mich. Danke für eure Hilfe. Ihr dürft jetzt gehen. Aber der gute Mann trägt so eine Talmor, so einen Talmormantel, ne? So eine Talmorrüstung. Verrückt. Und spannend zugleich. Also ich bin gespannt, ob wir nicht vielleicht hier einen Verräter haben. So, die verbotene Legende. Okay, alles klar. Dann machen wir hier... Wo müssen wir hin? Wir müssen doch hier irgendwo hin. So, warte mal. Din. Zum Glück ist die Karte so klein. Ansonsten wäre es unübersichtlich. Ah, hier. Da müssen wir hin. Girmunds Halle, alles klar. Dann wären wir da, denke ich mal. Komm, wir gehen nach Ivarstadt. Oder starten wir... Nein, wisst ihr, was wirklich spannend wäre? Obwohl Festung Dämmerlicht. Das wohl am Dämmerlicht. Obwohl, ist eigentlich Blödsinn, ne? Eigentlich ist es Blödsinn, da müssten wir eigentlich von hier starten und einmal hier rumlaufen. Obwohl, so blödsinnig ist das gar nicht. Dann starten wir einfach mal hier an der Grauwinterwacht. Warum nicht? Warum kann ich nicht? Weil ich innen drin bin, drin im Gebäude bin. So. Und dann können wir zumindest gleich irgendwie. Genau, passt auf. Dann machen wir das so. Wir starten hier in der Grauwinterwacht, laufen über die Festung Dämmerlicht, dann über die Faltheimer Türme, dann die Schmetterwiegenfelsen und dann laufen wir einmal hier rum und dann kommen wir beziehungsweise hier hoch, laufen nach Ivarstadt beziehungsweise bis hierher und dann beamen wir uns hier hin und dann latschen wir hier rüber. So machen wir das. So, starten wir mal. Grauwinterwacht. Los geht's, Freunde. So, da haben wir einen Plan. Warum folgt mir dieses Pferd? Ich meine, wir hatten ja mal Frost, aber wo ist Frost eigentlich hin? Weiß auch kein Mensch, ne?